Kuckuck. Da ist sie wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack Zockt Tales of Monkey Island. Ja, fünfte Teil der Reihe und auch der letzte. So, aber noch nicht der letzte, den ich spielen werde. Es kommen ja noch 1 und 2 in der Special Edition. Also keine Sorge, keine ganze Ruhe. So. Ich stand in der letzten Folge an dieser Stelle vor einem mittelschweren Problem. Es wurde gesagt, nach unten gehen. Nach unten führt mich nicht dorthin, wo es mich hinführen soll. Und deswegen machen wir hier mal jetzt das Inventar auf. Hab nämlich noch, es gibt ja nicht nur die eine Seite von Google. Ja. Warte mal. Wo wir das Geld anschließen, zurück zum Kalender. Das hatten wir dann nach rechts. Kleinen Gang, betrachtet die Karte. Oder Glasglocke dazu geschützt. Ist das lila schimmernde Glasglocke? Dort sind wir jetzt. So, wenn wir jetzt, wie ich gelesen habe, nach unten gehen, kommen wir da so da hier hin. So. Aber wie war das jetzt? Betrachtet nun die Karte, die ihr von der Woody Lady erhalten habt. Haltet sie auf und an den Ecken zu. So, wir falten sie mal auf. So. So, das hier, dass man die Ecken extra noch falten kann, das war mir so ein bisschen neu. Ja, ja. So, dann falten wir die mal zu. So. Faltet sie auf und an den Ecken zu, indem ihr auf die Ecken klickt. Faltet sie anschließend zu, indem ihr... Ja, so. Das sieht jetzt wie eine völlig neue Karte aus. Bingo. Ja. Und wenn wir jetzt nach unten kommen, unten gehen, dann das probieren. Ja. Ja. Ah. Und jetzt nach links war das, oder? Nee. Das ist komisch. Der Weg führt dann nirgendwo. Ja, ja, jetzt Maul. Dann gehen wir hier oben lang. Ja, jetzt sind wir hier. So. Jetzt ist bloß die Frage, ob der neue Karte geht nun und nehmt den Astzeug nach oben. Nun faltet ihr die Karte wieder zurück, wie sie ursprünglich, und geht auch links. Geht nach links. Ja. Dann falten wir die Karte mal so, wie sie war. Ja, falten wir die erstmal auf. So, 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 so. So, so. Ja, da verändert sich. Das müsste funktionieren hier mit Google Maps. Ich gehe mal bei Google Maps in neue Straßen rein und dann verändert sich die ganze Welt hier. Na super. Das wäre doch mal eine feine Sache. Voodoo, natürlich Voodoo. Es ist die mysteriöse Truhe der Weissagung aus der Hütte der Voodoo Lady. Wer weiß, was für nützliche Voodoo-Geschichten sich in ihr verbergen. Aber viel wichtiger, wie kann ich sie öffnen, um das herauszufinden? Na wie wohl? Wie du alles öffnest. Mit dem Hammer. Sag mir mal, was habe ich, das ich letztes Mal nicht hatte, als ich diese Truhe öffnen wollte? Au, blöder Haken. Ja, es ist nicht so einfach. Die Tarotkarten der Voodoo-Lady? Das ist alles? Ich verbiege das Material der Wirklichkeit für den blöden Trick einer Wahrsagerin? Okay, das ist ein ziemlich guter Trick. So. Ja, mal gucken, wo wir noch hin müssen. So. Wir speichern das nochmal hier. Ja. So. Die Frage ist, wo jetzt hin? Jetzt sind wir wieder hier. So, wo geht's jetzt hin? Warte mal, wir können uns das Ding doch bestimmt mal angucken, oder? Die Dinger hier. Ein paar Karten scheinen zu fehlen, aber in diesen Babys sollten genug prick. Was?
Ein paar Karten scheinen zu fehlen, aber in diesen Babys sollte genug präkognitives Mojo sein, um als sechster Sinnkurs zu gelten. Jawohl. So, hier geht's natürlich nirgendwo weiter. Ja. Ich glaube, um von hier wegzukommen. Wer wohl diese Götterstatue unter Glas gelegt hat? Und warum? Jetzt war natürlich diese Trompete halt nicht schlecht. Hoffentlich werden diese Flocken aus der Zukunft La Esponja einen sechsten Sinn geben, der mich davon abhalten wird, in solche Situationen zu geraten. Oh. So, was wir machen, diese Irrfahrt durch den Dschungel machen wir jetzt hier mit Dings. Ja. Jo. Ja, mach auf. So. Dschungel. Rohkorb nehmen, ja. Teppich ansehen. Und zum Ausgang gehen. Guybrush. Der Teppich ist jetzt statisch aufgeladen. Was? Weil das ist ja wahrscheinlich direkt eine richtige Reihenfolge. Tarotkort nehmen und im Inventar mit dem Schwamm benutzen. Mit dem Schwamm kombinieren, habe ich gemacht. Nun fehlen noch Menüpunkte 5 und 6. Drücke im Dock. Club gehen, Teppich ansehen. Das machen wir. Aber dazu müssen wir wahrscheinlich wieder die Karte hier zurück falten. Oder? So geht's auch. Ja. Wir gehen zurück zum Dock. So, jetzt gehen wir hier hin. Dum. Ja, nur Mann, ich sehe nichts. Was? Ach so. Clubtür. So, wie war das jetzt? Habe ich ansehen, den Schwamm in die Hand nehmen und Ausgang gehen. Ach so. Warte. Ehemals roter Teppich. Sie haben sich wohl entschieden, den Teppich nach der Reinigung innen auszulegen. Ja. Jetzt sehen wir das Ding hier in die Hand, haben sie gesagt. Und rausgehen. Au. Aber... Okay, warte. Ja, na, wo ist sie denn hier? Ja. La Esponja Grande ist nur gut für das Aufsaugen von Voodoo, wie die Pocken. Aber was denn jetzt? La Esponja Grande. Au. Hat das jetzt funktioniert, so wie es sollte? Ich frage mich, ob La Esponja Grande jetzt die Zukunft spüren kann. Und wenn ja, wie würde es jemandem sagen? Okay, warte. Jetzt sind wir zurück zum Dock. In den Club gehen, den Teppich ansehen, der vor dem Ausgang liegt. Den Schwamm in die Hand nehmen und zum Ausgang gehen. Guybrush bekommt eine Stromladung und wird wieder in den Club gehen.
Das soll man erstmal hinkriegen, mitkriegen, wissen. Ja. Wieder reingehen. Ja. So, jetzt ist der Status aufgeladen. Sie haben sich wohl entschieden, den Tab. Okay. Das Ding in die Hand nehmen, haben sie gesagt. So. Rausgehen. Reibers bekommt einen Stromschlag ab. Wieder in den Club gehen. Der Teppich ist jetzt statisch aufgeladen. Sie haben sich wohl entschieden, den Teppich nach der Reinigung innen auszulegen. Nein, nein, oh nein, Mensch, wieder nun. Etwa damit? Warte mal, der Status ist aufgeladen. Wieder die Bar verlassen. Geilbrich bekommt einen Schlag, bis er die Treppe runterfällt. Der Schwamm wurde auch aufgeladen. Was? Sie haben sich wohl entschieden, den Teppich nach der Reinigung innen auszulegen. Ja. Nehmen wir das Ding jetzt wieder in die Hand, oder? Warte mal. La Esponja Gran. Ja. Lauf! Ach, lauf doch mal! Ja! Okay. Oh, kribbelnd. Hey, was ist das? Ah, das war also das schockierende Dessert. So, da muss man erstmal hinterkommen. Ja. Okay, jetzt fehlt nur noch eins. Ja, den Rest machen wir, versuchen wir dann natürlich wieder ohne die Lösung. Aber mit diesem Hin und Her hier, das ist... Vor allem gerade das eben, wie soll man darauf kommen? Ich meine, da muss man das ja... Der Doktor ist Windsteuerung ist gesehen. Elaine kommt auch dahin. Sie bleibt eine Muschelling. Okay, das hängt in einer Muschel fest. Der Doktor, die Hand, den Schwamm mit. Achso, warte. Wir gehen jetzt zum Windsteuerungsgerät. Au! Also gut, Senor Esponja, nicht so grande. Das waren 5 Sinne. Einen haben wir noch. Wo kann ich nur ein lautes Geräusch für einen Rülpser nach dem Abendessen finden? Es gibt auf Flotsam Island nur eines, das so ein Geräusch machen kann. Oh. Alouette ist der ewig Leben. Alouette, Immortalité. Wer wird ewig leben? Moi. Wer wird die Natur erobern? Moi. Alouette, ich werde ewig leben. Alouette, Immortalité. Ha, ha! Oh, kämpfe wie ein Mann, du schnupftopak-schniefender Landlecker! Du hast die Dame gehört, The Singe. Guybrush, raus hier! Finde deinen eigenen Schatz! Dieser hier gehört mir! Ah, der glückliche Threepwood-Piraten-Clan. Was soll ich noch machen? Oh, ich weiß. Oh, Muschelmist. Ha, wie konnte ich nur einen Langweiler wie dich heiraten? Weißt du, wenn ich dich erstmal von den Pocken geheilt habe, wegen denen du diese gemeinen Sachen sagst, wirst du mir ganz schön viele Küsse schulden. Ich würde dich nicht mal mit seinen Lippen küssen, Schiffsjunge. Ich unterbreche diesen Hausfrieden ja nur ungern. Aber ich muss meine Maschinen noch einstellen, bevor die charmante Madame Threepwood ihre Reise in die Geschichte der Wissenschaft antreten kann. Keine Sorge, Butterblume. Wenn ich erst La Esponja Grande in dieses laute Dingsbums kriege, sind unsere Probleme gelöst. Ja, nun, versuche einfach etwas leiser zu sein, ja? Wenigstens hoffe ich das. So. Da ist er wieder. Jo, und
Nochmal speichern, sicher ist sicher. Ja, komm, sichern steht ja extra. Sichern da, sicher ist sicher. Ja, zurück. Mach's weg. Ja. Wir machen uns das jetzt einfach mal einfach. Was ist das? Ein fliegender Porifera? Hey, gib das zurück! Ich soll meinen Moment des Triumphs wegen deines langweiligen Voodoo-Unsinns aufs Spiel setzen? Das glaube ich nicht. Moment des Triumphs? Ja, mit meinem Harpsichronitron habe ich die einzigartige harmonische Frequenz gefunden, mit der ich Materie pulverisieren und über die Meere verbreiten kann. Schau nur! Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat! Ich bin... Erstmal danke. Das Ding hat schon angefangen, mir mächtig auf die Nerven zu gehen. Zweitens bist du verrückt, wenn du glaubst, dass du mich da reinkriegst. Okay, verrückter. Sie? Ich will sie nicht. Es sind die Moleküle ihrer Frau, die ich über alle Meer verschmieren will. Versuch es doch, du Weichei! Warum sie? Wegen ihrer Pocken, sie Trottel! Sie hat die gleiche, einzigartige Art von Pocken, die sie einmal hatten. Die gleiche, die durch ihre fantastische Hand floss. Die gleiche, die ich in meinen fantastischen Jus de Vie distilliert habe. Mein linkes Händchen. Leider enthält eine einzige Hand nur so viel des Threepwood-Bakterienstamms, um daraus nur ein paar Schlückchen Jus de Vie herzustellen. Selbst wenn ich ihre geliebte Biest auf die Knochen aussaugen würde, würde ich nur ein paar Fässchen des Jus bekommen. Ich hau dir eins aufs Fässchen! Nein. Wenn ich einen immerwährenden Stamm des Jus de Vie haben will, muss jeder Pirat auf der Welt dem Threepwood-Stamm ausgesetzt werden. Also, Madame Threepwood, bitte einen Moment stillhalten. Ich werde es so schmerzlos wie möglich machen. Wie nett. Mach ich aber nicht. Oh! Oh! Sie hat die Macht des Jus de Vie! So. Wie war das jetzt? Zucker mit dem Wassereimer. Eimer mit Wasser. Gut, okay, das machen wir jetzt mal fix so. Ah, was zum Teufel. Süß. Ah, glänzen. So, die Pepperoni mit dem Doktor. Hey, Wu. Was jetzt? Was zum Teufel? Kusch! So, ja. Hey, der Monkey! Was denn? Du wirst dem Schwert meiner Frau nicht entkommen, ist dir das klar? Ich sah einmal, wie sie eine ganze Horde wilder Vertreter mit nichts weiter als einem Taschenmesser und einem Staubwedel in die Flucht schlug. Wie eindrucksvoll. Aber solange sie nicht unbezwingbare Rotarians waren, die von meinem unglaublichen Jus de Vie profitierten, hing der Vergleich stark hinterher. Schon bald wird sie ermüden und ihre Pocken werden mir gehören, damit ich sie in alle vier Richtungen der Erde verbreiten kann. Ich werde dich gleich portionsgerecht in alle vier Richtungen verbreiten. Oh, was jetzt? Oh, mein Turban! Nein! Husch, husch! Weg mit euch, ihr frechen kleinen Biester! Nein! Was ist denn mit ihm los? Ohne meine Hand, die ihn mit seinem Jus de Vie versorgt, brechen alle Wunden, die du ihm zugefügt hast, langsam auf. Komm wieder zurück, du freche kleine Hand. Ich habe dich, meine Liebste. Gut gemacht, Hand. Würdest du mir vielleicht auch mit diesen Schlössern helfen?
Ich denke, da war ich ein wenig vermessen. Aber wenigstens habe ich jetzt den Schwamm wieder. So. Und jetzt, danach, kommen wir, wenn ich das jetzt gemacht habe, kommen wir ins nächste Kapitel. Das werden wir dann nächste Folge anfangen. Deswegen kann es sein, dass die Folge jetzt ein bisschen kürzer wird. Ich weiß nicht, was jetzt noch an Cutscene hier kommt. Jo, wir werden auf jeden Fall diese Folge mit dem Ende dieses Kapitel 4 hier abschließen und in der nächsten Folge dann mit Kapitel 5 weitermachen. Damit ich nicht wieder mitten in der Folge hier das Kapitel umswitchen muss. Jo, na dann. Das war etwas enttäuschend. Wow! Das ist mal eine Esponja Grande. Aber wie heile ich damit? Oh ja, die Winde! Geht es dir gut? Ich glaube schon. Aber wie bin ich hierher gekommen und warum schmeckt mein Mund wie Krautsalat? Es ist eine lange Geschichte. Ich werde sie dir erzählen, wenn wir einen Weg aus diesen blöden Muscheln gefunden haben. Überlass das alles mir, meine Freunde. LeChuck, mein neuer bester Freund. Wie bist du aus dem Gefängnis entkommen? Oh, die Wache hat mich nur zu gern freigelassen, als ich sie erst einmal davon überzeugt hatte, dass ich nur so mit Elaine die unheilige Ehe schließen kann. Warte, unheilige was? Unheilig das hier! Guybrush! Elaine? Guybrush! LeChuck! Es macht Spaß, Namen zu schreien! Bist du das, Mutter? Ich habe meine Hände gewaschen. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Ob mit oder ohne Voodoo. Du bist doch nur ein böser Sack voller Abschaum. Eine Korrektur, meine Süße. Ich bin ein böser Sack voller Abschaum, der den größten Schatz aller Zeiten plündern wird. Aber ich könnte meine Beute teilen, wenn du verstehst, was ich meine. Was? Oh, komm schon, meine Liebe. Du kannst doch nicht abstreiten, dass wir uns in den letzten paar Wochen näher gekommen sind. Das kumpelhafte Tun, die netten Worte, die verstohlenen Blicke. Ich weiß, dass du Gefühle für mich entwickelt hast. Werde meine Dämonenbraut. Gemeinsam werden wir dem Herzen des Voodoo den Gar ausmachen. Zur Hölle mit dir, LeChuck. Ich habe es wenigstens versucht. Sieht ganz danach aus, als würden wir das mit diesem ganzen Voodoo machen. Elaine? Tu mir einen Gefallen. Ah, das ist das Zeug. Alles. Tritt ihm für mich in seinen heuchlerischen Hintern. Von Millie bis Monkey und allen anderen Inseln dazwischen, mein Lieber. Bist du noch nicht tot? Ich muss die Hochzeit vorbereiten. Aus Respekt vor den eben Verstorbenen sollte ich darauf hinweisen, dass du dein Schwert wie ein Milchbauer schwingst. Wie passend. Du kämpfst wie eine untote, an Pocken leidende Kuh. So, da sehen wir es. Fortsetzung. So, damit wäre Kapitel 4 abgeschlossen. Sind wir jetzt 5 Minuten früher fertig als sonst, aber jetzt noch hier das andere anfangen. Das ist. Machen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge. Wie wir gerade gesehen haben, Greibrasch ist tot. Ich bin auch natürlich sehr gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht.
wie wir den wieder zum Leben erwecken, wenn wir den zum Leben erwecken. Vielleicht spielt wer jemand anders. Vielleicht die Elaine. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin da genauso ahnungslos wie ihr. Es sei denn, ihr kennt das Spiel. So, und ja. Wie gesagt, das ist noch nicht das Ende des Spiels, es kommt noch das fünfte Kapitel. Das fünfte, letzte Kapitel überhaupt hier in meiner langen Reise durch die Welt von Monkey Island. Bis wir dann halt doch mal hier den ersten und beiden zweiten Teil im Special Edition machen. Kommt natürlich noch. So. Und damit würde ich, also kommt noch nicht gleich, jetzt kommt wie gesagt erst Kapitel 5. Ich brauch's nicht dreimal zu sagen. Und damit bedanke ich mich erst, ich verabscheue mich. Ich hoffe, es hat euch natürlich wie immer gefallen, wenn es euch gefallen hat. So, und damit Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen.